Ja, Florian, ich würde sagen, du hast in der letzten Saison schon sehr ordentliche Leistung abgeliefert, aber hast im Gegensatz dazu einen Riesenschritt gemacht. Oder siehst du das anders? Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, der Sommer hat mir ganz gut getan nochmal. Viel mit Boris und Christian nochmal gearbeitet. Und ja, ich denke, das hat mir auf jeden Fall nochmal viel weitergebracht, ein paar neue Moves gelernt. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen und dadurch war es jetzt alles. Das war ganz gut so. Du warst in den letzten Spielen, was Coach Boris mir auch so bestätigt hat, einer derjenigen, der in den entscheidenden Phasen immer die Energie ins Spiel bringt. Also du arbeitest unter den Brettern, hast heute auch wieder wichtige Punkte gemacht. An Selbstvertrauen mangelt es dir nicht. Ja, also erstmal halt, das ist einfach mein Spiel so. Ich muss mir versuchen, nur reinzukämpfen und mit Einsatz da dann die Bälle holen. Und wenn ich dann ein paar Rebounds geholt habe, die einfachen Punkte reingehen, klar kommt dann natürlich auch das Selbstvertrauen. Dann macht man halt auch mal einen Move mehr, nimmt man einen Wurf, wenn die dann immer weiter reinfallen. Wunderbar. Ganz so einfach ist es nicht. Auf dem Weg hier hoch hat mir der Christian Mehren sogar viel mehr dir gesagt, du sollst hier oben sagen, das liegt alles an der harten Arbeit im Training. Ja, also mit Christian habe ich da halt wirklich einen super Trainer, der mir da unglaublich weiterhilft, der halt selber lange Zeit gespielt hat, genau weiß, was er tut und halt einfach super Sachen da mich weitergibt und sind halt die Kleinigkeiten, die Fußarbeit, dass man da weiter dran denkt, immer die Würfe immer wiederholen, die Moves weiter durchgehen. Und da hat er auf jeden Fall einen guten Job gemacht, denke ich mal. Kannst du noch einen Moment bleiben? Jetzt ist der Coach da, ich muss mal da gucken, Daniel Janssen. Ja. Ich möchte erstmal einen Blick auf die Statistik werfen. I think you must be really disappointed about the game. Your team lose the game in the last minutes. What goes on in this moment? Well, bottom line is that we also have to look at the positive sides. And one thing is that traveling here to possibly the toughest environment in the league and actually putting Randorf in their backs against the wall was not a bad game from us, but at the same time, being up 8 points in the last quarter, and most of all, I was not satisfied with the way we played on offensively because we fell apart. And as great of a player as Randall Holt is, and he's he's really our backbone, but we didn't get the ball moving, and Randall kind of was left too alone. In the end, and that we must improve if we want to win these tough games. Er sagt also, man muss auch erstmal die positiven Aspekte des Spiels hervorheben. Er sagte hier in Röndorf, das ist eine riesen Kulisse. Sie hätten auch gar nicht so schlecht gespielt. In den letzten Minuten sagte Holten ist natürlich ein starker Spieler, aber da haben sie ein bisschen allein gelassen, haben den Ball nicht genug bewegt. Das war sicherlich eine Sache. What's up with the second chances for Röndorf? I think it was, especially in the first half, one or two too much. Huh? You mean the offensive rebounds? Yes, that has been, especially early in the year, the first two games, we really struggled with the rebounds. Well, of course, needless to say that now that we added Jordan Baker in our roster, who's a great rebounding player, as well as Neil Smithman actually getting into the system and with Jonathan Meyer improving all the time, I feel that right now we have the tools to be great rebounders.